Und warum kostet Kaffee ein paar hundert Prozent mehr, wenn er in Europa getrunken wird? Viele Bauern in der dritten Welt geben auf. Das Geschäft mit dem Anbau von Drogen macht weniger Arbeit und bringt weit mehr Gewinn als das Schuften in den Kaffeeplantagen. Teleglobus über die Hintergründe des Geschäftes mit dem Kaffee und vom großen Erfolg kleiner Bauern in Mexiko. Einmal ist immer das erste Mal. Bei der Lindenstraße nicht, denn die erste Liebe ist eine Wiederholung, weil es so schön war, noch einmal. Aufforderung zum Tanz auf südamerikanische Art. Ein Schiff für unterwegs, Gouverneur. Wir gehen auf Reisen. Ich habe nicht vor, diesen Ort zu verlassen. Trinken Sie was, Gouverneur. Trinken Sie! So hat man seinen Spaß mit General Carrera. Er ist ziemlich weit und heiß, der Weg zur Hölle. Komm nicht näher! Trinken Sie. Sie kriegen, was Ihnen zusteht, Don Teodosio. Das verspreche ich Ihnen. Sie hatten aber schon Ihre Gelegenheit. Ruhe! Es geht um Gummi, also um Geld aus den Kautschukplantagen und die Macht im Ort. Venezuela 1912. Gouverneure, Gangster und Banditen. Rio Negro. Es war einmal am Amazonas. Sehenswert. Seit nunmehr 3 Jahren trage ich Staubkehricht aus den verschiedenen nationalen und internationalen Museen zusammen. Mein Anliegen dabei ist konzeptioneller Art. Staub als biblische Metapher, als literarische und künstlerische Metapher für Zeitlichkeit und Endlichkeit. Staub als mehrdimensionale Assoziationsmöglichkeit. Daher wäre ich Ihnen für eine unterstützende Mitarbeit sehr dankbar, die schlicht darin bestünde, die beigefügte Tüte mit Staub an die oben angegebene Anschrift zurückzuschicken. Sollte Ihnen an diesem Vorhaben auch mit ernsthaften